So, ich komme jetzt mal dazu, mich zu melden. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Weekly Vlog, Daily Vlog. In der Prüfungsphase, ja, ich versuche den Content ein bisschen eher abwechslungsreich zu gestalten, aber ja, ist ein bisschen schwierig, wenn man einfach gerade nur wirklich am Lernen ist. Ich stehe auf, gehe in die Uni, gehe nach Hause und lerne und schlafe. Oder gehen die Bib. So sieht es momentan bei sehr vielen sowieso aus, deswegen. Und ich lese immer ganz viel, dass meine Vlogs euch motivieren und das freut mich natürlich sehr. Ich hatte heute Morgen schon mein Werbseminar, also Werbung. Und da hatten wir so eine Abschlussarbeit und wir wussten halt die ganze Zeit auch nicht, was auf uns zukommt. Er meinte einfach nur, wir müssen uns jetzt nicht großartig vorbereiten, aber wir haben halt eine Abschlussarbeit. Und im Endeffekt mussten wir jetzt so eine Non-Profit-Organisation gründen. Und sollten dann genau begründen und so eine Kampagne planen und sowas alles. Und dementsprechend durften wir dann einfach danach direkt gehen, weil ich jetzt schon schnell einkaufen. Ja, mich hat ein sehr cooles Paket erreicht. Schaut mal, das hatte ich aber gerade im Postfach. Ich freue mich, das jetzt zu öffnen. Das ist eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Also, ich sehe keine Geschichte, aber ich habe einen Freund und der arbeitet bei Red Bull und der schuldete mir noch ein Tray. Ich weiß schon gar nicht mehr warum. Auf jeden Fall, ja, jetzt in der Prüfungsphase kommt mir das gerade ganz gelegen und ich dachte, ich packe das mal mit euch aus. Es ist so schwer. Ich habe mir auch, weil ich wusste, es kommt jetzt, extra kein Red Bull mehr gekauft, obwohl es sogar letztens im Angebot irgendwo war. Ich freue mich. Oh nein, ich glaube, ich habe es genau falsch rum aufgemacht. Boah, so, oh mein Gott. Das werde ich im Leben niemals schaffen, alles auszutrinken. Oh, sehr nice, es ist sogar zuckerfrei. Ich habe drauf gehofft, dass es zuckerfrei ist. Weil das ist ja das Einzige, was ich so trinke. Einfach ein ganzer Tray Red Bull Sugar Free. I can't, oh mein Gott. Wie witzig ist das? Ja, funny, das reicht jetzt auf jeden Fall. Noch eine Weile. Ich freue mich. Oh Mann, ey. Ich kann euch übrigens jetzt, also vielleicht mal so langsam ein Update zu dem GHD Glätteisenring. Ich kriege da die ganze Zeit Fragen nach und ich habe es selber einfach noch nicht wirklich ausprobiert. Ich habe mir heute zum allerersten Mal Locken damit gemacht und als ich das heute Morgen zum ersten Mal gemacht habe, war ich erstmal überhaupt nicht überzeugt. Ich dachte mir so, oh nein, die sind viel zu doll und viel zu extrem dafür, dass ich nur in die Uni gehe. Es ist ja sowieso oft so, dass ich finde, dass Locken am zweiten Tag immer am besten aussehen, weil die dann schon so ein bisschen rausgegangen sind. Und generell, ich habe sehr dickes Haar, sehr vieles Haar, also sehr viele Haare. Und wenn ich mir Locken mache, halten die gefühlt sowieso nicht. Die gehen am gleichen Abend wieder raus. Aber ich muss sagen, also ich habe kein Haarspray drin und das ist auch... Das ist ein Wunder, dass ich kein Haarspray drin habe. Aber ich dachte mir so, ich brauche gar kein Haarspray. Ich habe da direkt danach Haaröl ein bisschen reingemacht und die so ganz mit den Händen so durchgebürstet, weil sonst wäre das so wuschig gewesen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das morgen aussieht vor allem. Es ist schon ganz cute, aber es ist halt schon... Natürlich ging in dem Moment mal wieder meine Kamera aus. Ich entscheide mal spontan zu filmen. Also ich habe heute Morgen gedacht, so ja komm, könntest du mal wieder anfangen zu vloggen. Dann habe ich jetzt eben ganz gesehen, dass meine Kamera auch schon wieder leer ist. Naja, was ich eben gesagt habe, dass ich schon ein bisschen sehr viel finde. Aber dadurch, dass es ja eh mit der Zeit weggeht, finde ich es in Ordnung. Ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit, wo meine Kamera aufgeladen ist, Mittagessen gemacht. Habe ich euch jetzt nicht mitgenommen, aber ich nehme euch gleich mit. Ich mache nämlich Muffins. Ich bin gestern mitten in der Nacht auf die glorreiche Idee gekommen, Muffins zu backen heute. Ich habe voll Bock drauf. Deswegen backe ich die gleich. Aber erstmal gibt es was zu essen. Sehr simpel. Schaut an eine Freundin von mir. Ich habe es einfach letztens bei ihrem Be Real gesehen und dachte mir, ich hätte mal wieder Lust darauf. Es ist sehr einfach, aber ich freue mich. Es ist einfach Feldsalat. Hatte ich auch richtig lange nicht mehr mit ein paar so Kernen angeröstet und Kartoffeln. Und ich habe dazu noch so ein bisschen so selber Kräuterquark gemacht. So, ich bin jetzt fertig mit Essen. Muss jetzt die Muffins machen? Nicht, ich muss, ich möchte. Wir haben 2 Uhr. Ich gehe später noch an die Bib. Nur das Ding ist, diese Woche ist der Lernwoche und dann darf man da nicht hin als externer Student. Verstehe ich auch. Aber man darf dann halt ab 4 Uhr abends hin. Und da ich sowieso jetzt vorher keine Zeit hatte und auch einkaufen musste und so, passt es für mich eh. Wieder nach Nacht strenger werden. Also ich glaube bis 9 oder 10 muss ich auf jeden Fall da bleiben. Muss ganz ehrlich sein, ich schreibe am Montag eine Prüfung, am Mittwoch und am Freitag. Wir haben jetzt Mittwoch. Ich habe für keine einzige von diesen Prüfungen bis jetzt gelernt. Für keinen. Und ich schreibe 3 Prüfungen nächste Woche. Ey, wirklich, weil mein Fokus lag halt die ganze Zeit auf den Prüfungen jetzt vom Montag und Dienstag, also von gestern und vorgestern, die übrigens sehr gut liefen. Ich habe zwar noch keine Ergebnisse, aber ich bin eigentlich recht zuversichtlich. Ja, das Ding ist, sind die nicht alle 3 online? Nee, ich glaube 2 von denen sind online. Das finde ich irgendwie immer ein bisschen entspannter. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Mir ist eigentlich jede Prüfungsform recht. Ich mag es auch vor Ort. Ich habe da jetzt nur von Freunden gehört, dass es eh nicht so viel Aufwand ist, für die zu lernen, für die 2. Und bei der einen
Ich bin sowieso bei allen drei immer gewesen, jede Woche. Das heißt, ich weiß sowieso ungefähr, worum es geht. Montag ist es Entwicklungspsychologie. Mittwoch ist es Sportsoziologie und am Freitag klinische Psychologie. Also zwei Psychologiefächer und eins Sport. Und Sport habe ich sowieso bei dem Professor schon mal geschrieben und ich glaube, das kann ich richtig gut vorbereiten. Ja, jetzt seid ihr geupdatet und deswegen muss jetzt mal richtig ordentlich reingehaut werden, jetzt heute und auch das restliche Wochenende. Ich versuche einfach gar nicht mehr so viel drüber nachzudenken. Ich bin einfach so, es ist jetzt so und du ziehst es jetzt einfach durch, weil es bringt nichts Zeit damit zu verstehen, dass man ständig sagt, man hat keinen Bock mehr, man kann nicht mehr. Es ist jetzt einfach so und stay positive. Naja, ich gehe auf jeden Fall jetzt in die Küche und backe die Muffins. Ich habe echt richtig Bock. Ich mache die auch im Thermomix. Falls ihr das Rezept wollt, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Ich schicke euch das. Das ist so ein bisschen healthy. Vielleicht haben sich ein oder andere von euch gewundert, warum in diesen Teig eine Möhre und ein Apfel reinkam. Aber Leute, genau das ist es ja. Man schmeckt es wirklich nicht raus. Ich gebe die Muffins, wenn ich die mache, immer so meinen Freund und sage so, probier erstmal, bevor ich dir sage, was drin ist. Dann sagen die immer alle, das ist voll lecker ist und voll saftig. Und ja, dann erzähle ich immer, dass da eine Möhre und ein Apfel drin ist. Ich finde, das macht so aus. Ich liebe diese Muffins. Also, die sind super schnell gemacht, schmecken echt lecker. Ich mache gleich oben noch so eine Schokoglasur drauf. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Wegen Auskühlen und so mache ich vielleicht dann morgen oder so. Ich habe mich gefreut, dass ich einfach mal gerade auch was anderes gemacht habe. Ich habe aber trotzdem gerade langsam ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich noch nicht angefangen habe zu lernen. Aber dafür machen wir ja eine Nachtschicht heute Abend draus. Alright, Friends. Es geht in die Uni. Ich habe meine Sachen gepackt. Ich habe die Muffins eingepackt. Ich habe noch einen mitgenommen. Für später. Ich hoffe, die schmecken. Let's go. I'm motivated. Nee, eigentlich irgendwie überhaupt nicht. Naja. Some balance in my life, but I never really put up a fight. Didn't follow my dreams, and now I'm losing sleep. Hello, ich bin wieder zu Hause. Ich bin so müde, ich schlafe gleich ein. Okay, ich bin so müde. Ich weiß nicht, irgendwie Night Sessions haben was, aber irgendwie auch nicht. Ist halt super doof, dass man halt jetzt erst ab 4 Uhr dahin kann. Ich meine, ich könnte auch eine andere Bib gehen. Ich kann sowieso nicht früher. Vorhin morgen auch nicht. Da habe ich nochmal von 6 bis Open End Uni Abend, weil wir präsentieren. Da habe ich eben nochmal mein Konzept ein bisschen durchgegangen und soweit die Präsentation vorbereitet. Bin nicht mehr aufnahmefähig. Wirklich, ich bin so müde. Ich muss jetzt sofort schlafen gehen. Freue mich auf morgen. Morgen steht was Cooles an. Erzähle ich euch dann morgen davon. Und see you tomorrow. Good morning in the morning. Bin jetzt schon eine Weile wach. Ich glaube, wir haben 9 Uhr oder so. Und ich sitze an meiner Präsentation von unserem PR-Konzept. Ich freue mich richtig, das zu präsentieren, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da richtig Bock drauf. Auch wenn die Vorbereitung echt irgendwie ein bisschen anstrengend war. Das Endprodukt ist schon ganz cool. Es ist einfach cool, dass einfach mal so praktisch auch umzusetzen, weil unser Studium fängt ja schon sehr theoretisch an und man lernt halt sehr viel theoretisch, aber irgendwie nicht so wirklich das praktisch anzuwenden. Das kommt dann halt erst so mit den höheren Semestern. Und es war schon richtig cool, jetzt einfach mal ja von vorne bis hinten so ein komplettes PR-Konzept selber zu erstellen. Wir durften uns ja auch die Marke aussuchen, also wir haben uns ja für Mana entschieden. Richtig nice. Ich kann euch mal ein paar Slides von der Präsentation zeigen. Freue mich voll, das heute zu präsentieren und ich hoffe, dass es ihm gefallen wird, dass wir eine gute Abschlussnote bekommen. Das war dann auch meine letzte interaktive Übung für dieses Studium. Ich habe alle Sachen abgeschlossen. Ja, nächstes Semester habe ich dann einfach gar nichts Interaktives mehr, außer halt mein Bachelor-Seminar. Richtig crazy. Ich glaube, ich hatte jetzt irgendwie in den letzten Semestern 3 PR-Übungen jeweils und ich bin ja immer noch nicht ganz schlüssig, ob mir PR oder Werbung mehr zusagt. Ich hätte Bock auf beides. Ich hätte Bock, in beiden Bereichen mal Erfahrung zu sammeln. Ich tendiere manchmal schon mehr zur Werbeagentur. Also ich hätte richtig Bock, mal in so einer Werbeagentur zu arbeiten. So ein Konzept zu erstellen, war jetzt irgendwie auch richtig cool. Ja, okay, ich zeige euch mal ein paar Slides. Okay, das war jetzt die letzte Seite. Das habe ich gemacht.
Die Folien mache ich. Ist auch richtig cool. Könnte man so voll kreativ sein. Ja, okay, man sieht jetzt nicht so viel. Ja, aber irgendwie bin ich sehr gespannt. Ich habe um 12 Uhr den nächsten Termin. Jetzt haben wir 9. Ich denke, ich werde noch ein bisschen aus dem Bett lernen, weil es einfach gerade so gemütlich und warm ist. So, ich kann euch jetzt eben erzählen, wo ich hingehe. Und zwar bin ich auf einem Workshop eingeladen. Deep Dive Workshop. So ein Social Media Workshop mit den Trends für 2024. Ich bin voll gespannt. Der ist gerade auf so einer Tour. Und heute ist er in Wien. Ja, ich bin voll gespannt, da hinzugehen heute. Ich kenne niemanden. Ich habe gestern noch in der Bib die Katharina gefragt, ob sie geht. Aber sie hat gesagt, dass sie abgesagt hat. Deswegen, ja, gehe ich da jetzt hin und kenne niemanden. Aber ist okay. Vielleicht sehe ich da irgendjemanden, den ich dann doch kenne. Aber ich weiß jetzt bis jetzt noch nicht von irgendjemandem, den ich kenne, der da hingeht. Wenn ich mal so ein bisschen, ich kenne niemanden, egal. Ich freue mich trotzdem und vielleicht mache ich da ja irgendwelche neuen Connections. Ich hoffe, dass ich ein paar Sachen mitnehmen kann. Auf jeden Fall. Ja, dafür mache ich mich jetzt fertig. Das geht eh zwei Stunden. Ich habe eigentlich gerade noch einen Freund gefragt, ob er Lust hat, danach ins Café zu gehen lernen. Aber er hat leider keine Zeit, deswegen komme ich wahrscheinlich dann nach Hause, lerne hier noch ein bisschen und werde dann heute Abend, ja, von hier aus zur Uni gehen, weil es lohnt sich für mich nicht, in die Bib zu gehen. Glätteisen so nice ist. Das ist einfach innerhalb von 5, ich glaube, ich habe gezählt, 16 Sekunden ist das heiß. Das ist so nice, weil ich sehe gerade, dass hier hinten ein paar Locken irgendwie gerade geworden sind. Und ich habe nicht mehr so viel Zeit. Das ist so krass, ich mache das an und 3 Sekunden später ist das heiß. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinen Locken. Ich finde es krass, wie doll die immer noch sind, obwohl ich kein Haarspray drin habe. Es sind auf jeden Fall so andere Locken, wie ich das sonst immer habe. Ich muss definitiv noch ein paar Varianten mal irgendwie anders so ausprobieren. So, ich bin jetzt ready. Das ist mein Outfit. Das Oberteil ist von Brandy Melville. Das hatte ich im Sommer so oft an. Ich hatte das echt länger nicht mehr. Die Strickjacke ist von H&M. Die Hose ist von Weekday. Und meine Axt. Und I'm ready. Ich ziehe dann noch wahrscheinlich die Tasche drunter. Ich habe da meine Brille drin. Meine Kamera mache ich jetzt noch rein. Und dann geht's los. So, ich bin jetzt da. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen nervös, weil ach, immer wenn ich irgendwo hingehe, wo ich niemanden kenne. Ich weiß ja nicht, ob ich jemanden kenne. Aber ja, ich bin ein bisschen nervös gerade. But I will let you know. Man ist manchmal sehr overloaded mit Informationen, die man online sieht. Und auch hat man auch keine Zeit, man hat seinen Alltag. Und das Ganze ist aufgeteilt mit allgemeinen Trends. Also was passiert allgemein, was erwartet uns allgemein. Overload an Short, schnell, schnell, schnell. Und da wollen natürlich vor allem viele Leute sagen, ey, ich will mich auch mal einfach wieder entspannen. Ich will auch einfach mal in Ruhe gucken. Und deswegen funktioniert Longform-Content extrem gut. Und was das Tolle dabei ist, was viele noch nicht beachten. So, ich bin wieder zurück zu Hause. Ja, es war voll spannend. Also es war voll cool, einfach mal zu hören, so was so dieses Jahr Trends in den Trend kommen, welche Richtung auch die Marken gehen und so. Also ich fand es voll spannend. Habe auf jeden Fall ein bisschen was mitgenommen. Ich muss ehrlich sagen, am Anfang, ich habe ja gesagt, dass ich voll aufgeregt war und ich kannte auch niemanden, ich kannte wirklich niemanden, also so ein paar Leute von Social Media, ja, aber jetzt nicht so persönlich. Ich muss sagen, mir war das am Anfang echt extrem unangenehm, also nicht unangenehm, dass ich niemanden kannte, sondern ich bin halt so gekommen und es hat halt erst so in 10 Minuten angefangen oder so und no joke, ich war die ganze Zeit alleine. Also ich war halt wirklich, jeder in diesem Raum, jeder hat mit irgendjemand geredet, außer ich. Und für mich war das, glaube ich, die anderen hast du, glaube ich, gar nicht interessiert, aber für mich war das so extrem. Ich dachte mir nur so, mir ist das gerade so unangenehm. Was soll ich machen? Und keine Ahnung, ich bin irgendwie leider halt auch nicht so die Person, die dann so extrem offen ist und einfach random zu irgendjemandem hingeht und so ein Gespräch anfängt. Ich bin dann halt eher ein bisschen schüchterner und zurückhaltender. Keine Ahnung, ich kann auf der einen Seite so confident sein, aber auf der anderen Seite halt auch einfach extrem zurückhaltend und schüchtern und ruhig. Und mir war das so unangenehm. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Also wirklich am Anfang habe ich mich so unwohl gefühlt. Ich bin am liebsten wieder gegangen. Ich habe mir so, nein, Sabrina, das ist jetzt einfach so. Du kennst halt niemanden, es ist okay, es ist fein. Setz dich da hin. Aber wirklich, ich dachte, alle gucken mich irgendwie an. Alle denken sich, keine Ahnung, wer ist das denn? I don't know. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, ich teile auch mal so ein bisschen
am Ende ging es dann eh und der Workshop war auch mega interessant und so. Und danach bin ich eh auch direkt gegangen. Die meisten eigentlich eh auch, weil ich auch nicht mehr wirklich viel Zeit habe. Am Anfang war das schon echt sehr unangenehm und ich habe mich gar nicht wohl gefühlt. Aber gut, so ist das. Ich habe auch mal die Erfahrung gesammelt. Ich habe extrem Hunger jetzt. Aber warte, ich habe noch so eine Goodiebag bekommen. Ich habe da selber noch gar nicht reingeguckt. Wir können ja mal eben auspacken. Ein Notizbuch. Sehr nice. Kann man immer gebrauchen. Das ist eine coole Farbe. Ah ja, das ist von seinem Workshop, von seinem Coaching. Sehr cool. Ich habe was von Rosenthal bekommen. Ein Serum. Sehr cool. Ich freue mich voll, weil ich actually mal mit denen zusammenarbeiten möchte. Hey, sehr cool. Was habe ich hier? Die kommen mir auch bekannt vor. Wake Up Call Energy Vitamins. Da nehme ich doch direkt mal ein. Und dann ist dann auch, von Idol. Was ist das? Ein Parfüm. Dick, sehr nice. Vor allem in dieser, das kann man so gut dann in die Tasche stecken. Sehr cool. Wie schön ist gerade das Wetter? Alright. Ich mache mir jetzt erstmal was zu essen und dann geht's wieder an den Schreibtisch ans Lernen. So, ich mache mich gerade ready. Leute, honestly, ich weiß nicht, was los ist. Ich glaube, ich vertrage gerade Bull nicht so gut. Ich bin gerade wirklich ein bisschen, ich weiß nicht, was los ist. Ob das auch ein bisschen Nervosität ist, die gerade kickt oder was auch immer es ist. Keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen... Naja. So, ich bin wieder zurück zu Hause. Wir haben voll das gute, positive Feedback bekommen. Der war richtig überrascht und meinte, es lief sehr gut. War auch gutes Feedback zu den anderen Gruppen, dass er lange nicht mehr so ein gutes Semester hatte. Wo er zumindest so gutes Feedback gegeben hat, weil ich hatte ein bisschen Angst bei dem, weil ich war mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, dann wird es echt sehr ernst und beziehungsweise bewertet sehr streng. Ich bin mal gespannt, wann die Note da eingetragen wird. Richtig krass. Ich habe auch gerade nochmal meinen Kalender für nächste Woche geguckt von der Uni. Ich habe einfach jetzt keine Vorlesungen mehr, außer morgen noch eine einzige. Und nächste Woche nur noch Prüfungen und dann ist einfach das Semester schon wieder vorbei. Das ist so krass. Ich kann es nicht glauben, wirklich. Das geht so schnell alles. Echt crazy. Ich bin komplett müde, wirklich. Good morning. Es ist Freitag. Yay. Und oh mein Gott, ich merke gerade, dass ich es in einer Woche geschafft habe. In einer Woche bin ich einfach fertig mit meiner ganzen Prüfung und im Semester. Das ist echt crazy. Ey, Leute, ich komme nicht auf meine Haare klar. Ich finde es so krass einfach. Ich habe die jetzt seit 2 Tagen und so bin ich aufgewacht und ich habe kein Haarspray drin. Ich hatte das noch nie in meinem Leben wirklich, dass meine Haare so aussehen. Ich finde das richtig krass. Wow. Ein Hörer, da kam das durchaus auch. Hey Friends, ich melde mich mal wieder. Ich habe mir gerade fertig gemacht und habe eben noch ein Ticket für die Bib ergattert. Und ich trage heute silbern, oder ich will silbernen Schmuck tragen. Und jetzt suche ich meine Tiffany-Kette. Und es ist auch schon wieder so typisch, Sabrina, dass ich die irgendwo verlegt habe. Jetzt bin ich schon so weit, dass ich in meiner Galerie so weit zurückscrolle, um zu gucken, wann ich diese Tiffany-Kette anhatte. Weil ich nicht weiß, wann ich die... wo die ist. Aber ich kann es mir nicht erklären. Jetzt bin ich sogar schon bei Silvester, weil ich sie anscheinend den Monat die ganze Zeit nicht anhatte. I don't know. Und zwischendurch snacke ich hier noch schnell Kartoffeln, damit ich irgendwas jetzt noch schnell esse. So, ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ich muss jetzt mal zu Hause fragen. Ich habe schon meine Freundin nachgefragt. Hier halt es so, weil einfach dieser Flur so komplett leer ist. Alle Bilder weg. Alles weg. Ja, darum kümmere ich mich im Februar. Ich habe jetzt wieder goldenen Schmuck reingetan. Das Ding ist, es ist meine einzige silberne Kette, die ich habe. Und ich sollte mir vielleicht auch mal eine andere anlegen. Aber es ist auch wieder so typisch, Sabrina, dass ich einen Ohrring verliere, dass ich irgendwas verlege, was jetzt so Schmuck betrifft, obwohl ich eigentlich eine Schatulle habe, also so Kisten, wo ich das alles drin habe. Jetzt gibt es erstmal einen Apfelessig-Shot. Boah. Das ist gar nicht so eklig. Also... ich finde, ich kriege das eigentlich ganz gut runter. Es ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich sagen, dass das der meiste Schmuck, den ich eigentlich habe, von Ana Luisa ist. Also meine Ohrringe und vor allem die Kette mit dem Sternzeichen. Die ist von meiner Mom. Und der Ring ist von den Other Stories. Ja, genau. Wenn ich noch einen goldenen Schmuck habe, ist das meistens von den Other Stories. Aber zum Beispiel hier, der Helix hier oben, das ist eigentlich ein Ohrring. So ein doppelter. Das ist so eins zusammengefasst. Den habe ich so oft getragen und dann habe ich ihn beim Surfen in L.A. kam letzten Sommer, vorletzten Sommer, verloren, den anderen. Und deswegen habe ich den jetzt hier oben als Einzelnen reingetan. Deswegen, so kann man das auch wieder verwenden. Ich habe auf beiden Seiten jeweils 2 Ohrlöcher und hier oben noch ein Helix. Ich denke auch nicht, dass ich irgendwie mehr will oder so. Ja, ich finde es eigentlich ganz schön, aber es ist halt trotzdem schade, dass ich den verloren habe. Ja. Ich bin gerade ein bisschen dunkel in meinem Zimmer. Ich dachte, ich zeige euch noch einmal ein Outfit. Nichts Besonderes. So eine Shorts an, die ist von Zara und das ist ein XXL-Pulli. Nein, XL-Pulli von H&M, den habe ich irgendwie, habe ich euch auch in dem letzten Video gezeigt. Der war im Sale bei H&M. Muss ich aber auch langsam mal los, weil meine Reservierung läuft schon wieder eine halbe Stunde ab. Ich wollte noch schnell zur DM. Ich wollte mir so eine kleinere Haarklammer kaufen, weil die ist ein bisschen groß. Da passen halt alle meine Haare rein, aber ich habe irgendwie gerade Bock, mir nur so ein bisschen meine Haare nach hinten zu klemmen. Vielleicht haben die da welche. Ich habe jetzt keine Zeit, in irgendein Geschäft zu gehen, um mir nach einer süßen
Ausschau halten. Vielleicht haben die da ja eine kleine. Und ich brauche noch eine Handseife für die Küche. Ja, mehr Spannendes passiert heute auch nicht mehr wirklich bei mir. Happy Friday. So, meine Kapazität fürs Lernen heute ist ausgeschöpft. Wir haben 6:30 und ich gehe jetzt was essen. Ich sterbe vor Hunger und treffe mich dann auch voll spontan mit einer Freundin auf einen Drink. Yes, that's the plan. So, ich bin zu Hause wieder. Wir haben Punkt 10. Uhr und ja, es war super spontan, dass meine Freundin mir noch geschrieben hat, ob ich Bock habe, noch was trinken zu gehen. Sehr gut, weil ich war kurz am Überlegen, ob ich doch noch eine Nachtschicht einlege und zu anderen Bib fahre, aber ich bin so froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich habe danach wieder gemerkt, dieses Lernen, das macht mich einfach so fix und fertig, wirklich, ich bin danach so kaputt und erschöpft, obwohl ich nur 6 Stunden da war und zwischendurch mal eine kurze Pause gemacht habe, aber ich merke einfach richtig, dass so vom Kopf her und dann fällt das richtig ab und ich werde so müde. Deswegen länger hätte ich sowieso heute nicht ausgehalten. Ich habe auch keinen Alkohol getrunken. Deswegen war es jetzt eigentlich voll süß, 2 Stündchen einfach mal kurz noch was anderes zu machen. Und vor allem am Wochenende habe ich sowieso immer das Gefühl, auch wenn gerade Prüfungsphase ist und jeder lernt, irgendwie, ich will irgendwas machen. Ich glaube, ich fange jetzt eh schon mal an, ein bisschen das Video noch schon mal zu schneiden. Ich gehe jetzt eh noch nicht direkt schlafen, je nachdem. Also eigentlich habe ich gesagt, wenn ich sofort zu Hause ankomme, gehe ich sofort schlafen, weil ich so müde bin. Ich esse noch eins von diesen Gummies, weil da steht irgendwie, dass man bis zu 4 an einem Tag essen kann. Schaue ich mal, wie lang der Vlog ist. Und dann schaue ich, ob ich morgen noch weiter filme. Good morning, friends. Wir haben Samstag. Wochenende. Und es geht für mich wieder in die Pep. Yes. Wohin auch sonst? Bei dem allerschönsten Wetter draußen. Volles Frühlingsoutfit an heute. Ja, ich habe den Vlog gestern schon ein bisschen geschnitten. Ich wollte noch erzählen, ich habe gestern die Note eingetragen bekommen für unsere Präsentation. Wir haben 1 bekommen. Richtig nice. Ich freue mich voll. Da hat sich die ganze Arbeit gelohnt. Und hätte gar nicht gedacht, dass der uns wirklich eine 1 gibt. Aber darüber freue ich mich natürlich sehr. Die andere Note von Dienstag habe ich auch schon bekommen. Habe auch auf jeden Fall bestanden. Bin ganz zufrieden. Jetzt geht's weiter. Endspurt, Leute. Endspurt. 3 Klausuren noch. Ich werde jetzt auf jeden Fall in die Bib gehen. Ich kann euch noch einmal ein Outfit zeigen. Und dann werde ich das Video auf jeden Fall auch beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. That's the fit for today. Mal wieder pink angehaucht. Und natürlich darf meine Matching-Handyhülle nicht fehlen. Man kennt's. Meine Locken, Leute, immer noch, das ist der Hammer, oder? Ich find's krass. Was habe ich heute an? Also, ich habe heute ein T-Shirt an. Das ist von Comme des Garçons aus der Kinderabteilung. Und das habe ich mit 18 bekommen, zu meinem 18. Geburtstag. Und es passt mir einfach mit fast 24 immer noch. Love that. Die Jacke ist von Brandy Melville. Hatte ich auch ewig nicht mehr an. Ja, die Hose, die ich gefühlt jeden Tag trage. Ich liebe sie über alles. Ich bin so froh, dass ich sie geholt habe. Da hat sich der Preis auf jeden Fall gelohnt, weil ich glaube, die hat fast 70 Euro gekostet. Die ist von Weekday und meine Adidas Campus. Ja, jetzt geht's in die Bib. Thanks for watching this vlog und bis nächsten Sonntag.